Stimulus, kein Stimulus, doch Stimulus, das ist alles, was die Aktienmärkte derzeit interessiert. Gemeint ist der Stimulus, der verhandelt wird derzeit zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern. Und das Interessante ist, dass die Aktienmärkte nach wie vor davon ausgehen, ja, dieser Stimulus kommt. Das hat man irgendwie ja schon großteils eingepreist, hat man das Gefühl. Heute wieder Stimulus-Rallye im Vorfeld, bevor überhaupt die US-Aktienmärkte, der Kassamarkt aufgemacht hat, während die Rohstoffmärkte interessanterweise sagen, da kommt nichts. Die sind schwer unter Druck, wie zum Beispiel Öl und Kupfer, werden wir gleich sehen. Also jene Rohstoffe, die konjunktursensitiv sind, die davon profitieren würden, wenn die Amerikaner nochmal Gas geben und der Barbie-Jönche nochmal raushauen. Aber schauen wir uns die Dinge doch mal an, meine Damen und Herren, und gucken zunächst mal, wie die Lage ist hier. Nancy Pelosi, zunächst mal hat sie gesagt, ja, ich bin sehr skeptisch über einen Deal mit den Republikanern. Wir teilen nicht dieselben Werte etc. Es geht hier vor allem um die Child Income Tax Credits, also Details, wenn man so will. Man ist ja noch ziemlich weit auseinander. Die Untergrenze für die Demokraten scheint die 2,2 Billionen zu sein. Die Republikaner haben jetzt 1,6 angeboten als Obergrenze und die Lage ist insofern schwierig, dass jetzt dieser Deal in dieser Woche her muss. Gestern wurde ja die Abstimmung im Abgeordnetenhaus nochmal verschoben, um nochmal hier eine Frist zu geben. Denn wenn jetzt über das demokratische Paket abgestimmt wird, das eben diese 2,2 Billionen vorsieht, dann ist die Sache erledigt, dann ist das Ding tot. Und insgesamt muss also jetzt Gas gegeben werden. Es muss jetzt eigentlich morgen passieren, spätestens, denn sonst reisen die Abgeordneten ab und werden erst nach der Wahl wieder kommen. Und die Demokraten könnten sich ja eigentlich sagen, naja, so wie die Prognosen derzeit sind, könnten wir sogar alle Kammern gewinnen, also Senat, Abgeordnetenhaus und den Präsident stellen. Und dann können wir so oder so den großen Wurf machen und dann steht dann auf den Schecks, den die Amerikaner bekommen, eben Biden und nicht Trump sozusagen. Also normalerweise gibt es nicht viel Anreiz jetzt für die US-Demokraten zu sagen, also wir müssen da unbedingt jetzt diesen Deal machen. Vielmehr ist die republikanische Seite, ist die Trump-Administration unter Druck, jetzt noch irgendwie einen Erfolg präsentieren zu können, den Leuten Schecks zukommen zu lassen, und das ist jetzt das ganze Ding. Aber Pelosi kann eben jetzt eigentlich nicht unter diese 2,2 Billionen gehen, das hat man als Untergrenze definiert, und selbst wenn Pelosi und Mnuchin sich einigen würden, dann muss das Ganze vom Senat noch abgesegnet werden, und viele Demokraten haben ohnehin schon Bauchschmerzen, so etwas mit den Republikanern vor der Wahl noch zu beschließen. Und auch innerhalb der Republikaner gibt es durchaus Widerstände, dass man sagt, also diese 1,6 Billionen, die sind schon eigentlich zu viel. Und dann wieder plötzlich Hoffnung. Ja, ich bin optimistisch, sagte Pelosi in einer eilig einberufenen Pressekonferenz, dass wir doch hier vielleicht einen Deal machen können, aber wir sind noch in einigen Fragen eben relativ weit entfernt. Wie gesagt, die Zeit drängt jetzt, das muss jetzt relativ schnell passieren, sonst ist da ein Problem. Wie gesagt, die Aktienmärkte, das haben wir alle gesehen, heute ja positiv, mindestens die amerikanischen Aktienmärkte, der DAX eher weniger, da belastet Bayer, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir hier mal Öl, Crude Oil, das amerikanische Crude Oil, und hier sehen wir, als diese Nachricht kam, Pelosi, ich bin skeptisch zu einem Deal, da ist der Abverkauf losgegangen bei Öl, und es gab auch dann durch die gegenteilige Meldung oder die hoffnungsvollere Meldung von Pelosi keine Erholung hier bei Öl. Hier die ähnliche Entwicklung bei Kupfer, was wir hier sehen, deutlich unter Druck. Beide Charts, meine Damen und Herren, sind von Capital.com. Nur, dass Sie das auch mal wissen, das ist mir ganz wichtig, dass das jetzt auch mal transportiert wird, diese Botschaft. Jedenfalls sehen wir in den heutigen Daten, die wir bekommen haben aus den USA, dass die Einkommen, das ist die obere Grafik hier, deutlich zurückgehen. Der Amerikaner minus 2,7%. Wenn die Schecks ausbleiben, dann wird die Sache schwieriger. Gleichwohl hauen die Amis auf Deutsch gesagt noch auf die Kacke. Die Ausgaben sind gestiegen, plus 1,0%. Und wenn ich weniger einnehme, nehme ich minus 2,7%. Gleichzeitig aber 1% mehr ausgebe. Was bedeutet das? Richtig, die Sparquote steigt. Man macht irgendwie ein bisschen ein Defizit, hat man den Eindruck. Hier Personal Savings Rate. Die Leute waren ja dann sehr vorsichtig und haben dann in der Corona-Krise ihre Ersparnisse hochgefahren, haben wenig konsumiert. Klar, Lockdown teilweise auch. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Sparquote relativ gering ist jetzt. Und
damit auch natürlich das Polster kleiner wird, dass die Leute für den Konsum haben. Gleichwohl gibt es nach wie vor diese Manie in Sachen Trading. Wir sehen also jetzt nach wie vor, dass diese Privattrader ein immer größeres Rad drehen. 20% derzeit aller Aktien-Trades werden von diesen Privattradern gemacht. 50% der Robinhooder, die also mit dieser App arbeiten, die inzwischen so viel Aufmerksamkeit und Volumen auf sich gezogen hat, sind absolute Neulinge, haben noch nie irgendwas mit Aktien gemacht, und 75% aller Optionen, die man hier handelt, sind sehr kurzlaufende Optionen, also ziemlich heiße Zocks auf Deutsch gesagt. Und das ist sozusagen, das war es ja auch durch diese Schecks, die durch den Stimulus gekommen sind, durch die vorherigen Stimuluspakete, was durch die Schecks erst ermöglicht wurde, dass da Arbeitslose im Prinzip an der Börse ein bisschen zocken. Und schauen wir uns mal den Verlauf des Oktobers an, der ja jetzt begonnen hat, wie Sie vielleicht feststellen konnten. Da sehen wir die letzten Jahre bei Präsidentschaftswahlen. Also wie ist es gelaufen 2016, 2012, 2008 etc. Hier sehen wir, dass wir, naja, eine durchaus gemischte Performance haben. Wir haben einmal 2008 in der Finanzkrise nach der Lehman-Pleite natürlich eine ziemlich bittere Bilanz mit minus 17%, aber selbst wenn wir das mal rausrechnen würden, wären wir ganz leicht negativ für den Oktober. Also das ist sozusagen keine Gmar-Devisen, wie man in Bayern sagt, keine sichere Sache. Und jetzt kommen wir nach Deutschland zu diesen ruhmreichen Unternehmen wie Bayer, die heute praktisch eine Gewinnwarnung ausgegeben haben, der Aktienkurs massiv unter Druck, zweistellig hat man hier verloren. An der Börse ist Bayer jetzt nur noch 47 Milliarden Euro wert. Und das ist deutlich weniger, als man für Monsanto bezahlt hat für diese unselige Übernahme. Und jetzt kommen nochmal neue Schulden dazu. Wie auch immer, jedenfalls sehen wir, dass das natürlich ein totales Desaster ist, was Bayer hier veranstaltet hat. Eigentlich ein sehr, sehr guter, gut aufgestellter Konzern gewesen vor dieser Monsanto-Übernahme. Aber das ist stupid German money, das sich hier mal richtig verkalkuliert hat, praktisch die ganzen Rechtsrisiken sich da eingekauft hat, die einem dann auf die Füße gefallen sind. Das ist wirklich eine Tragödie. Eine Tragödie ist auch, wenn man so will, der Aktienmarkt in Europa seit im Jahr 2000, hier anhand des Stoxx 600. Wenn wir da mal die Dividenden rausrechnen würden, dann hätten Aktien seit dem Jahr 2000 nichts gemacht, sind sogar leicht negativ. Es sind also alleine die Dividenden, die überhaupt die ganze Geschichte profitabel machen. Sonst wäre all das nicht passiert mit diesen Kursanstiegen, aber die Dividende ist ja das, was sozusagen in der Corona-Krise tendenziell rückläufig war. Die Unternehmen wollten ihr Cash behalten, nicht alles ausschütten. Und ich hatte es heute Morgen im Videoausblick schon thematisiert, jetzt mit der neuen Pflicht zur Insolvenzanmeldung, wenn man zahlungsunfähig ist, nicht wenn man überschuldet ist. Das muss man dann erst, oder da muss man erst am 01.01.2021 Insolvenz anmelden, aber wenn man zahlungsunfähig ist, und über 90% aller Unternehmen, die in Schieflage sind, sind zahlungsunfähig, können also mindestens 10% ihrer Rechnungen nicht bezahlen. Hier sehen wir in dieser Grafik, dass die Insolvenzen ja zurückgegangen sind im Gefolge der Aufhebung der Insolvenzantragspflicht. Das dürfte aber natürlich dann einen Nachholeffekt geben, weil natürlich wahnsinnig viele Firmen in Schwierigkeiten sind, in vielen Bereichen Tourismus, Messebau, Veranstaltungen und, die natürlich jetzt dann mehr oder weniger jetzt wirklich zu Potte kommen müssen. Als Geschäftsführer macht man sich strafbar, wenn man im Prinzip jetzt noch irgendwelche Sachen bestellt und aber faktisch zahlungsunfähig ist als Unternehmen, dann kann durchaus in das Privateigentum des jeweiligen Geschäftsführers vollstreckt wird denn Insolvenzverschleppung, selbst bei einer GmbH. However, schauen wir uns mal ein paar Unternehmen an, was eigentlich so die Gewichtung in der Welt ist. Marktkapitalisierung Europa auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite und Asien auf der anderen Seite. Dann sehen wir hier ganze dicke eben amerikanische Konzerne, Apple 1,9 Billionen, Amazon 1,5. Das größte Unternehmen in Europa ist Nestlé mit um und bei 340 Milliarden Bewertung. Eine SAP spielt da noch weitgehend irgendwo in dieser Liga mit, etwas kleiner. Während in Asien eine Alibaba das größte Unternehmen ist, jetzt jenseits von Saudi Aramco, das ja praktisch ein privatisierter Staatskonzern ist. Alibaba bringt so um und bei 720, 730 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung auf die Waage. Aber man sieht, dass die Europäer da kaum eine Rolle spielen, dass der Kuchen hier noch relativ klein ist, vor allem im Vergleich zu den Amerikanern. Es liegt aber auch daran, dass die Amerikaner schlichtweg überbewertet sind, nach meiner Auffassung, zumindest in Relation zu anderen Märkten. Ja, und heute, wenn wir von anderen Märkten sprechen, nämlich vom japanischen Aktienmarkt, der konnte heute nicht stattfinden, weil
der japanische Börsenbetreiber ein Riesenproblem hatte. Und da haben sich dann die Chefs dieser Börse mal richtig entschuldigt auf Asiatisch, haben sich also verbeugt und gesagt, tut uns wahnsinnig leid. Und ich frage mich, wo ist denn eigentlich eine Entschuldigung zum Beispiel von unserem Olaf Scholz, ja, für Wirecard, für Cum-Ex-Geschichten, Warburg etc., Privatbank Warburg? Da gäbe es jede Menge Gründe, sich zu entschuldigen, mal eine saftige Verbeugung und sagen, es tut mir leid. Ja? Liebe Leute, es tut mir leid, ja? Aber das kommt natürlich nicht. Gell? Der Scholzi, der Scholzomat, der macht einfach weiter und sagt, ja, das, da kann ich jetzt nichts dafür, da kann eigentlich niemand was dafür. Gell? Das ist halt so passiert mit Wirecard, gell? Das konnte ja keiner wissen. Nein? Das ist also sozusagen dann die andere Haltung, die wir hier in Deutschland haben im Vergleich zu den Asiaten. Aber ich, meine Damen und Herren, ich werde mich jetzt bei Ihnen formal für alles entschuldigen und mache jetzt einmal eine Verbeugung. Gell? Also es tut mir furchtbar leid. Es tut mir echt leid. Servus und ciao.